zwischen 2 und 7 Sekunden und alle Lichter gehen aus. Das ist das Zeichen für die Startfreigabe. Ich bin neugierig, wer von den Casting-Teilnehmern hier den besten Start erwischen wird. Auf Platz 1, 2 und 3 geschlossen, alle drei. Mit den tollen Overalls, weiß, blau und schwarz, leicht zu erkennen, der Paul, der Kevin und der Philipp. Licht aus, startfrei, Anfeuerungsrufe. 1, 2, 3, 4, alles im Rennen. Top Start. Fast gleichzeitig sind die alle weggefahren, kommen gleichzeitig zur ersten Kurve. Und die ersten Kollisionen, da geht es hart zur Sache. Da wird nichts verschenkt. An der Grenze des Legalen haben sie sich jetzt durch die erste Kurve bewegt. Zu viele Kollisionen sollten nicht passieren, denn dann greift der Rennleiter ein und mischt sich ein in das Geschehen und kann Strafen, ja sogar bis zum Ausschluss aus der Veranstaltung Strafen ausstellen. So, wie schauen wir aus? Gibt es die ersten Anfeuerungsrufe für eure Freunde? Oder noch nicht? Sie haben sich noch nicht bedient, scheinbar, nein? Also wir heben uns die Applaus auf fürs Finale. Ja, die ersten drei schenken sich gar nichts. Also Casting-Teilnehmer sind aufgesplittert, sie liegen auf Platz 1, 2 und 4. Durch einen Top-Start von Michael Simona von Platz 4 selbst auf Platz 3 mit in die Franz der Casting-Teilnehmer hineingefahren. Der Michael ist auch ein Stammgast hier der Kartbahn, muss man dazu sagen, er ist nicht zum ersten Mal da. Und kämpft hier beherzt um Platz 2 und 3. Schulter an Schulter mit den Top-Fahrern aus unserem Casting-Programm. Also gut, tolle Leistung von Michael Simona. Nicht nur beste Amateure, sondern er hat auch einen der Casting-Fahrer bereits hinter sich gelassen. Und greift den zweiten an. Schon auf Platz 2. Sensationelle Leistung von Michael. Er setzt eindeutig das um, was er hier an Erfahrung auf der Kartbahn hat. Er ist schon einige Rennen hier gefahren, viele Runden hat er schon absolviert im Training, im Rennen, im Qualifying, hat top Erfahrungswerte natürlich auch, was Einsatz des Curse-Button angeht. Und wir wissen natürlich nicht durch die Ziffer, wie viele Curse er für diese ersten 10 Minuten im Rennen schon verbraucht hat, um jetzt an zweiter Stelle zu liegen. Das heißt, es kann eine Überraschung bis Ende des Rennens geben. Vielleicht hat der Paul und der Philipp sein Glas aufgespart und starten dann einen Überraschungsangriff. Das Rennen dauert noch 7 Minuten, sehe ich gerade, Halbzeit im Rennen. Das Rennen ist knapp 10,5 Minuten alt, 4,5 Minuten gibt es noch zu fahren. In Führung Kevin Erol, im Offiziellen natürlich, in Wahrheit in Führung der Michael Simona mit einem tollen Fahrt vom vierten Startplatz hat er zwei unserer Casting-Kandidaten überholt. Mit optimalem Einsatz des Curse-Buttons, optimales Umsetzen seiner Erfahrung hier in der Kart, Max 60 Kartbahn, hat er es geschafft, wirklich zwei der Casting-Teilnehmer hinter sich zu lassen. Respekt, alle Achtung, tolle Leistung von Michael Simon. Der Rennleiter hat die schwarz-weiß-karierte Fahne bereits in der Hand, er wartet schon im Boxeneingangs. Und als großes Sieger heute wird er mir, der Michael Simona. Michael, herzlichen Glückwunsch. Du musst aber anmerken, du bist nicht zum ersten Mal hier. Zum dritten Mal, jedes Mal Top-Platzierungen. So, jetzt, wer in den Erden führt, geht zur Party hoch.